Hallo, wir sind Felix und Lukas vom REACH Team Green Air Energy und wir präsentieren heute unsere Anlage, einen ziemlich großen solaren Niedertemperatur-Stirling-Motor. Wie funktioniert dieser Motor? Relativ simpel. Die Sonne scheint auf diese Fläche, die wird dadurch sehr heiß. In diesem Kasten, der ist hohl, ist jede Menge Luft drin. Diese Luft wird hin und her geschoben durch einen Verdrängerkolben. Der Verdrängerkolben wird angetrieben durch diese Mechanik, die man hier sieht. Und eine der Innovationen der Anlage ist, dass die einzige Schnittstelle dieser Mechanik zur Außenwelt hier drunter liegt. Mehr muss man nicht dichten, das ist die einzige mechanische Schnittstelle. Wenn die Luft jetzt hin und her geschoben wird, dann erhitzt sie sich, wenn sie oben ist, und kühlt sich ab, wenn sie unten ist. Dabei expandiert sie sich und kontrahiert sich. Diese zyklische Expansion und Kontraktion nutzen wir in diesem großen Balk. Das ist unser Arbeitskolben. Wenn die Luft sich ausdehnt, fährt er aus. So, wenn sie kontrahiert, fährt er ein. Das sorgt für die Drehung des Motors. Das muss in genau der richtigen Phase passieren, deswegen ist die Phasendifferenz dieser beiden Pleuel sehr wichtig und es gibt überhaupt viele Stellschrauben. Wie man jetzt vielleicht schon sieht, die Anlage besteht auch teilweise aus durchaus einfachen Materialien, wie zum Beispiel Holz. Diesen Reibdrahtbelag, den alten Fahrradmantel. Zum Beispiel hier dieses Teil aus einem LKW, also einer LKW-Luftfederung. Das ist auch Teil unseres Konzepts. Unser Konzept war, diese Anlage so einfach wie möglich zu bauen. Darum haben wir auch ganz bewusst auf komplizierte Fokussier- und Spiegeloptiken verzichtet, sondern uns für dieses Niedrigtemperatur-Stirling-Prinzip entschieden, wo wir einfach hier durch ein Absorberblech die Sonnenstrahlung absorbieren und in Wärme umwandeln. Dieser Anspruch der Einfachheit, der zieht sich auch weiter durch das Konzept. Letzten Endes soll es ein Kraftwerk sein, wir wollen Strom erzeugen. Deswegen haben wir auch einen Generator, das ist ein gebrauchter Nabendynamo, der ist ideal für diese Anwendung. Der liefert Wechselstrom, wir haben uns selber eine Elektronik zusammengebastelt, die daraus Gleichstrom macht, mit einer USB-Steckdose. Bei so einem Niedertemperatur-Stirling-Motor mit so einem großen Kolben ist der mittlere Innendruck wichtig. Und der mittlere Innendruck hängt mit dem inneren Volumen zusammen. Und dieses Volumen kann man über diesen Hahn steuern. Ich kann hier Luft ablassen. Die Sache ist, wenn sich der Motor aufheizt, dann wird die Luft im Mittel wärmer, dadurch auch größer. Und der Innendruck sorgt dafür, man sieht es jetzt ganz gut, dass der Kolben stehen bleibt. Nämlich die Schwungmasse schafft es nicht mehr, den Kolben zu kontrahieren über diesen Punkt hinaus, weil der Druck zu groß ist. Dazu spanne ich den Kolben, lasse hier Luft ab und höre es jetzt auch pfeifen. Das ist das Volumen, das sich durch die Aufwärmung aufgebaut hat. Und mit ein bisschen Glück läuft sie jetzt nach dem Ablassen.